Die Geschichte formt eine Region. Unser Sendegebiet ist geprägt vom Bergbau und viele Menschen halten es für wichtig, dieser Geschichte zu gedenken. Das wurde am letzten Freitag im Turnerheim in Kainsdorf gemacht. Das Turnerheim verwandelte sich nämlich in einen Kinosaal, in dem ein besonderes Programm gezeigt wurde. Welche Filme die Gäste an diesem Abend erwarteten, erfahren Sie im folgenden Beitrag. Wir haben uns vor Beginn der Veranstaltung mit dem Verantwortlichen Professor Gerd Trexler getroffen. Er gab uns einen kleinen Einblick, was die Gäste an diesem Tag erwartete. Gezeigt wurden an diesem Abend die Filme Ein mörderischer Lärm und Wismut. Auf die Beine gestellt wurde die Veranstaltung allein durch ehrenamtliche Arbeit. Von der Vorbereitung, wir haben Kontakt aufgenommen mit der Hochschule für Buch und Kunst und ein Projekt analysiert, wo wir gemeint haben, dass das für Kainsdorf passt. Ich habe Kontakt aufgenommen mit den Machern, mit den Filmemachern und bin nach einem reichlichen Dreivierteljahr mit diesen Filmemachern zu einem Termin, zu einer Liaison gekommen. Und dann gingen die Vorbereitungen richtig los. Das heißt also, die Ehrenamtler sind gefragt worden, ob sie bereit wären, diesen heutigen Tag mitzugestalten. Von der Organisation über den Catering bis hin zur Sicherheit und alles, was damit zusammenhängt. Also in der Tat sind das alles ehrenamtliche Aktionen, die heute hier stattfinden. Ich habe auch ganz bewusst die Filme im Vorfeld nicht angeschaut, weil ich mich heute von diesem Film wirklich echt überraschen lassen will. Geboten wurde den Gästen an diesem Abend passend zum Film Wismut ein erzgebirgisches Ambiente. Ja, wir haben erzgebirgische Speisen und Getränke auf der Tagesordnung. Nein, nicht auf der Tagesordnung, auf der Getränkeordnung. Wir wollen mit erzgebirgischer Musik starten. Wir wollen ein Flair schaffen, wo Erzgebirge und Bergmännisches natürlich, Bergmännisches als das Typische für das Erzgebirge, eine ganz, ganz große Rolle spielt. Also etwas für die Tradition, für das Gedenken an unsere Bergleute heute hier stattfinden lassen. Also ein echtes Highlight, ein Nachwuchs mit im Habit und in Uniform. Wir freuen uns, dass auch junge Leute heute Interesse haben, die Filme mitzusehen. Schön. Ja, also ich freue mich schon drauf, auch weil ich ein bisschen Geld von meiner Mutter dafür kriege. Aber ich würde es auch ohne Geld machen. Die Kinopremiere wurde zusammen mit der Initiative Kino in Bewegung aus Leipzig umgesetzt. Ja, ich denke, es ist vor allem so eine Art Kinopremiere, weil ja hier auch eben ein jetzt Kino gemacht werden kann im Turnerheim. Und wir freuen uns sehr über die Einladung. Also wir sind eine Initiative aus Leipzig, die nennt sich Kino in Bewegung. Und wir haben uns zum Ziel gemacht, Filme zu zeigen, vor allem eben im Raum, in Sachsen, im ländlichen Raum auch, und dort dann eben zu versuchen, ins Gespräch zu kommen über Filme, die wir ortsspezifisch auswählen. Also wo wir schauen, einen Film, der fast mit der Geschichte vielleicht zu tun hat des Ortes oder der uns in anderer Weise ins Gespräch bringen kann. Die Initiative Kino in Bewegung gibt es jetzt seit etwa 5 Jahren. Das sind vor allem ehrenamtlich tätige Studierende und Ehemalige. Und wir zeigen eben an unterschiedlichen Orten Filme. Und eben wenn es Interesse gibt, dass wir auch eingeladen werden, kann man uns kontaktieren über kinoinbewegung.de. Und es ist eben erstaunlich, dass in den letzten 10 oder 15 Jahren etwa 20% der Kinos im ländlichen Raum gestorben sind. Und wir hoffen eben mit dieser Bewegung so ein bisschen dagegen angehen zu können. Denn über Filmvorführungen kann man eben auch ins Gespräch kommen. Und ja, die Kinos waren hauptsächlich im ländlichen Raum, also unter 50.000 Einwohnern pro Stadt. Und deswegen sehen wir gerade die Notwendigkeit, vielleicht auch im Kontakt, im Gespräch zu bleiben. So langsam füllte sich der Kinosaal im Turnerheim und es kamen mehr Menschen als erwartet. Uns interessiert die Geschichte und auch Wismut ganz besonders. Und dadurch, dass wir aus der Region stammen, ist es halt sehr interessant für uns und wir hoffen, dass es uns gefällt. Weil es uns interessiert, das ist unsere Vergangenheit. Die
hören wir gerne und die sehen wir uns auch gerne an. Als erstes wurde der Film Ein mörderischer Lärm gezeigt, ein Kurzfilm, der auf besondere Weise Erinnerungen an die Zwangsarbeit während der NS-Zeit zeigt. Bei Tatjana Lecomte, Ein mörderischer Lärm, ist ganz interessant, dass es eine spezielle filmische Form hat. Also sie hat eben einen Geräuschemacher eingeladen, der normalerweise eben bei Stummfilmen oder wenn Geräusche fehlen, diese auffüllt. Und man kennt das ja mit Pferdegetrappel, das durch Kokosnüsse dargestellt wird. Also in dem Fall schafft er es eben über kleine Geräusche und dann spezielle Filter, diesen Lärm wieder heraufzubeschwören, der damals in diesem Bergwerk herrschte. Und diese Geräusche wiederum führen dann zu bestimmten Erinnerungen bei dem porträtierten Mann. Und wir hoffen oder stellen uns vor, dass das Publikum eben über diese Filmvorführung auch bestimmte Synapsen angeregt werden, in der Erinnerung, sage ich mal, bestimmte Engramme, gibt es so einen Ausdruck, die dann wiederum zu Erinnerungen vielleicht führen, die man gar nicht so bewusst hatte. Gekommen waren die Menschen vor allem aber aufgrund des Films Wismut. Regisseur Volker Köpp porträtiert in diesem Dokumentarfilm eine geschundene Landschaft und Menschen, die mit Würde, Stolz und Trauer zurückblicken. Sie erzählen über ihre Erfahrung, die Gefahren und den Alltag bei der Wismut. Bis zum Ende der DDR hat eine 500.000 Menschen bei der Wismut 220.000 Tonnen angereichertes Uran produziert. Tausende gaben dabei ihr Leben. Ja, die Wismut ist natürlich entstanden in den 90er Jahren in der Frage, so wie geht's weiter und was haben wir da eigentlich gemacht und was ist passiert und viele Dinge, die vielleicht auch durch die Umweltbewegung Ende der 80er Jahre an die Öffentlichkeit gebracht werden sollten, konnten erst in den 90er Jahren richtig verhandelt und diskutiert werden und die Menschen haben eben auch gerne gesprochen. Und ich denke, dass es ganz wichtig ist, solche Filme auch zu zeigen, um zu überlegen, wie können wir heute sprechen und an was wollen wir uns erinnern? Und was ist vielleicht manchmal auch schwierig, sich zu erinnern oder wo man vielleicht auch überlegt, muss das jetzt sein? Aber am Ende ist es doch ganz gut, wenn man nicht die Dinge ganz vergisst. Auch Gerd Drexler findet es nach wie vor wichtig, sich mit Erinnerung, Tradition und Geschichte einer Region zu beschäftigen. Dann lassen Sie mich mal mit einem Satz ausholen. Ich bin ja, wie die meisten wissen, auch Stadtrat. Und ich war Vorsitzender eines zeitweilig beratenden Ausschusses der Stadt Zwickau. Den hat der Stadtrat beschlossen. Und dieser Ausschuss hat sich beschäftigt mit Erinnerungskultur. Leider Gottes hat die Stadt Zwickau bis dato diese Ergebnisse des Ausschusses nirgendwo publiziert. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass nur derjenige eine Zukunft hat, der weiß, wo er herkommt. Und die Traditionen in Zwickau, die Traditionen in der Region durch Erinnerung ein Stück weit zu unterhalten und zu entwickeln, das ist das Anliegen auch der heutigen Veranstaltung. Die Veranstaltung war am Ende eine gelungene Sache und wer weiß, vielleicht gibt es bald mal wieder Kino im Turnerheim Kainsdorf.